Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play WoW. Wir sind bei 121 bei The Burning Crusade. Muss mich gerade selber orientieren. Und zwar müssen wir genau hier die Typen noch töten. Wir hatten in der letzten Folge das Buch und so geholt. Diesen komischen Gifttrank hier oben. So, genau. Da ich gerade einloggte, wurde ich direkt mal überrascht. Unser Pet hat noch keine Fähigkeiten, weil es noch nur gerade quasi gezähmt ist. Aber das kommt ja noch. Mittlerweile ist... verdammt. Akku kann er noch nicht halten. Mittlerweile ist Legion draußen. Ich habe es noch nicht wirklich angeguckt. Ich überlege, es wäre vielleicht zu holen. Wenn ja, habe ich mir nämlich überlegt, da ich ja auf meinem Account, auf meinem echten Account, beziehungsweise auf dem offiziellen Account, sage ich mal so, noch einen Hunter habe, dass ich den dann weiterspiele. Der Hunter er selber ist 100, von daher war das ja gar kein Problem, dass ich das dann auch zum Let's Play mache. Ich versuche dann, hier mal was zu spielen, da mal was zu spielen. So, dass immer irgendwas Aktuelles rauskommt. Ob es hier oder da ist. Und halt gegebenenfalls, je nachdem wie lange es dauert, bis wir 70 sind, eventuell dann auch auf... sag schnell... WOTLK gucken. Wenn das geschafft ist, vielleicht Cutter, je nachdem wie weit der Server dann ist, von Back to Basic. Und Rising Gods, mal gucken. Weil wir sind ja immer noch dran am Arbeiten. Mit dem Server. Voilà. Von daher, man weiß nicht, was einen erwartet. Ich frage mich, wann der quasi diese. Wann der quasi netter zu uns wird. Schon mal nochmal ein Kotelett an den Kopf geworfen. Wir trinken, essen auch was. Begleiter. Rebellisch. Wenn der halt nicht mehr rebellisch ist. Ich bin mal gespannt. Ja. Was haben wir eben gefunden? Eben ist gut. Haben wir letztens gefunden. Aber das ist nicht so doll wie unseres. Was müssen wir denn da noch töten? Noch drei von denen. Die haben wir alle. Komischen Giftdinger. Da. So, ja, hier muss man aufpassen, die sind oft versteckte. So Art Schurken. Ja. Ich hab's mir ja fast gedacht. Ja, manchmal. Der schon mal tuscheln. Was haben wir denn da? Jetzt haben wir die gleiche, ne? Gucken, dass wir nicht die Akro überschreiten oder wenn halt. Ist nicht wahr, ey. Ist ein Hals ein bisschen und dann direkt aufs Maul hier. Toxische Dämpfe. Ist der eine tot? Nein. Ich sage jetzt aber. So. Nehmen wir trotzdem heilen. Noch der falsche. Ah, was cool wäre, wenn wir jetzt erste Hilfe könnten.
zumindest mal bandagieren. Aha. So, wie ist mal das? Ich weiß nicht, das ist ein Plus Ultra, aber besser als nichts. So. Ich brauchen wir denn noch zwei Stück, brauchen wir noch. Hier wieder Wildtiere aufspüren. Da ist einer. Da. Das ist das, was ich meinte. Dieser. Aber das ist auch einer. Cool. Normal erhalten die Tiere besser die Aggro, aber da der ja noch rebellisch ist, kann ich ihm das auch nicht vorwerfen. Da wir ja quasi uns noch nicht so gut kennen. Und da der rebellisch ist, kann der ja auch nicht spotten, wie gesagt. Darum kriegt man ganz, ganz schnell die Aggro bei dem. Ja, müsste hinhauen. Jawohl. Schöne Sache. So, schmeißen wir mal auf unser Pony. Reiten dann zu den Orks, Ogern, wie auch immer. Also, schon wieder was gepult. Ja, diese Giftdinger sind echt furchtbar. Also. Also, was ich mir jetzt angeguckt hatte, quasi schon vor Legion, war jetzt die letzten Tage, hatte ich mich mal eingeloggt, weil ich diese Invasion auch mal gucken wollte. Hat mich ein bisschen an, wer es noch kennt, an quasi den Vorläufer beziehungsweise an das Pre-Event von WOTLK erinnert. Wir waren auch überall in der alten Welt, sag ich mal, waren so eine Art Nekropole. Und die haben dann so komische Splitter gedroppt. Wenn es dann soweit ist, zeige ich euch die Splitter, die habe ich nämlich noch auf der Bank. So, ich bin so ein Item-Messi. Gesehen, viele Glyphen sind, also das Glyphensystem wird komplett überarbeitet bzw. Entwertet, dass es nur noch zum schöner Leuchten aussieht. Was habe ich noch gesehen? Dann so eine Art Kleiderschrank gibt es jetzt. Finde ich auch nicht verkehrt. Da, wie gesagt, ich ein toller Itemmäßig bin und alles sammle, was nicht nied- und nagelfest ist, habe ich auch tausende Tiersets auf meiner Bank liegen. Beziehungsweise in dieser leeren Bank. Aber wenn das wegfällt, wäre ja cool. Beziehungsweise könnte ich den Platz andersweitig benutzen. Ich habe auch zwei Gildenbanken, weil ich nachher mit dem Platz nicht mehr hinkam. Weil das war wirklich furchtbar. Muss ich sagen, das war wirklich furchtbar. So, den holen wir in der Eisfalle. Jawohl. Habe ich aber nicht angeschossen. Freundlicher Typ, ey. Ich kann mal zählen.
Würfeln. Sammeln. Oh Gott, Agathe. Ist doch. So, ich hoffe. Ja, ist klar. So. Unglaublich, ehrlich. Er braucht ein Fleisch oder so, wäre cool. Ja, im Moment haben wir nichts mehr. Und Eier und so ist der Guteste ja nicht. Zumindest essen wir das. Upsala. Aber wir haben auch wieder einiges an Quests fertig, glaube ich. 3 Stück. Hier noch. Haben wir noch 2, haben wir 5. Seelenrufer, Seelenfresser. Ich glaube, das sind, genau, Schattenpriester. Beziehungsweise nicht Schattenpriester, Hexenmeister. Was ich positive daran ist, dass die wenigsten stehen bleiben, wenn man auf die drauf klopft. Das sind ja Caster. Ja, ich würde sagen, wir gehen erstmal zurück ins Lager. Und holen uns was zu essen, zu trinken. Verkaufen ein paar Sachen, geben schon mal ein bisschen was ab. Vielleicht können wir dann auch direkt ein paar Quests wieder annehmen. Sieht gut aus, ne? So mitnehmen irgendwo. Kriegt man ein bisschen Angst. Passt. Wie gesagt, ich weiß immer noch nicht, wo wir danach hingehen, ob wir danach wirklich nach Schergrad gehen, wovon ich jetzt nicht so der allerbeste Freund bin. Doch Schergrad, 65. Oh, ich tendiere eher zu Nagrand. Vor allem gerade wir als Lederer bzw. Kirschner und Lederverarbeitungsmensch ist Nagrand die schönere Alternative. Und wo wir gerade bei Berufen sind, ich habe gesehen, es gibt so AZs, die man machen kann. Aber den genauen Sinn oder so habe ich noch nicht dahinter verstanden. Und ich hatte gestern noch mit einem gesprochen, der auch spielt. Der sagte bei ihm auf dem Server, schlacht mich tot, wo der ist, laufen auch schon 110 herum. Aber schon gestern. Aber es gab ja immer die einen oder den einen, die es geschafft haben, quasi schon am gleichen Tag, beziehungsweise innerhalb von 24 Stunden, 25 Stunden, auf Level, auf dem Maximallevel zu sein. Manchmal Blizzard dann Riegel vorgeschoben, dass die Linien dann für einen Tag Level gebannt haben und die zurückgesetzt haben auf 2 Level vorher oder so. Fand ich auch ganz lustig manchmal. Hab damals beim Mist auf Pandaria war das. Ist ja diese komische Eule. War es, glaube ich, die dann sich irgendwo hingelaufen ist und dann einen Mob nach dem anderen einfach getötet hatte. Dadurch hat der oder diejenige viel, viel EP abgesandt. Und dann hat Blizzard gedacht, oh, so geht das nicht. Zack, bumm. Ui. Schön. Wir sind aber noch nicht freundlich oder so, ne?
Weiß nicht. Ja, jetzt sind wir neutral. Jetzt könnten wir, glaube ich, die Quest annehmen. Ja. Genau. Uiuiui. Ich wollte sagen, oh, aber wir sind ja in BC, das heißt, wir können das tragen. Die ist gar nicht verkehrt. Wenn wir uns die nehmen würden, können wir dann erstmal zur Seite legen, weil, wie gesagt, nicht schlecht von den Werten her, auf jeden Fall. Was haben wir da noch? Uiuiui. Ja, die Schuhe sehen nett aus, auf jeden Fall. Aber... Zauberschaden. Bringt uns die so viel. Ich würde sagen, da haben wir wieder was zu verkaufen. Naja, gibt Schlimmeres. Gibt Schlimmeres. Jetzt können wir da nämlich gleich... Ich glaube, hier die Orks mal töten, oder? Lustig, dass das in Nagar angezeigt wird. Aha. So. Tja, okay, gucken wir halt hier. Ist doch da, jetzt doch hier. Mann. Irgendwas stimmt da nicht. Wenn die Folge gleich aus ist, muss ich mal reloggen. Weil ich glaube, irgendwas hat er gerade. Naja. Okay. Aha. Das Gift können wir sammeln ohne Probleme. Zack. Ja, was ich super geil finde halt am aktuellen, ist, dass der Jäger halt egal wie weit weg stehen kann oder wie nah dran stehen kann und der kann trotzdem rumschießen. Auch wenn er keine Handwaffe mehr hat. Und was mich auch sehr interessiert, sind die legendären Waffen. Oder Artefaktwaffen heißen sie ja. Ja, das ist auch etwas, wo ich sagen muss, Schön, schön. Holen wir uns mal ein bisschen Leder. Leder ist immer gut. Schön. Knotenhautleder, Fetzen. Können wir eigentlich wieder was zusammennähen? Ja, können wir. Zwei Stück. Aber du hast tolles Herstellen. Mal gucken. Ich glaube, die Handschuhe hatten wir, ne? Die Schuhe hatten wir. Die Buchse, haben wir die? Oder müssen wir erst... Ja, ich glaube, wir müssen erst zum Lehrer, ne? Gucken, stellen mal davon zwei her. Wenn dann funktioniert, dann gehen wir als nächstes nochmal zum Lehrer. Beziehungsweise einen Lehrer finden. Gehen wir nochmal dahin. Da kriegen wir Ausdauer und können das gleich auf unsere Schuhe poppen. Auf die Hände, wenn es funktioniert. Ach so. Haben wir schon. Haben wir auch schon. Stellen wir das nochmal eins. Stellen wir noch eins. Ja, manchmal brockt das nicht so wie soll.
So, sehr gut. Ich will überschreiben. Die Rüstung finde ich gut. Weg damit. Sehr schön. Was können wir denn machen? Blablabla. Brust, Beine, Hände und Füße. Haben wir. Beine, Hände. Füße, Brust, Beine, Beine, Beine. Jawohl. 16 Ausdauer mehr. Schön. So. Dann würde ich sagen, suchen wir in der nächsten Folge weiter nach Bienen. Ja. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wird's wieder eines Let's Play WoW Folge 122. Und damit würde ich sagen, auf Wiedersehen und tschüss.